Es war einmal ein armer Müller, der weder Frau noch Kinder hatte. Bei ihm dienten schon seit etlichen Jahren drei Müllerburschen. Zu denen sagt er eines Tages: Ich bin alt und habe lange genug gearbeitet. Jetzt will ich mich lieber hinter den Ofen setzen und gemütlich mein Pfeifchen rauchen. Sieht in die Welt hinaus, ihr drei. Wer mir das beste Pferd heimbringt, dem will ich die Mühle geben. Zum Dank dafür soll er mich bis an mein Lebensende versorgen. Der jüngste von den dreien, der Mahlbursche Hans, wurde von den anderen für albern gehalten. Dem gönnten sie die Mühle ganz und gar nicht. Sie brachen zwar alle gemeinsam auf, aber schon gleich hinter dem Dorf wollten die beiden Älteren den ungeliebten Kameraden loswerden. Hans, du bleibst am besten hier. Du kriegst in deinem ganzen Leben kein rechtes Pferd. Oh, ich gehe trotzdem mit euch. Ich will wenigstens mein Glück versuchen. Als es Nacht wurde, kamen sie an eine Höhle. Dort legten sie sich hinein, um zu schlafen. Die beiden Klugen schlossen jedoch nur zum Schein die Augen, denn sie warteten bloß, bis Hans eingeschlummert war. Komm, wir machen uns schnell davon, solange der alberne Karl schläft. Ja, es ist viel besser, wenn wir allein in die Welt ziehen. Der Hans wäre uns nur überall im Weg. Leise stahlen sich die beiden Burschen aus der Höhle und liefen davon, so schnell sie konnten. Als die Sonne aufging, erwachte Hans, rieb sich die Augen und guckte erstaunt umher. Bin ich denn? Ja. Und wo sind meine Kameraden? Hans verließ die Höhle und stellte fest, dass er mitten in einem dichten Wald stand. Meine Reisegefährten sind wohl verschwunden. So bin ich nun ganz allein und verlassen hier. Wie soll ich bloß in einer solchen Gegend zu einem Pferd kommen? Auf jeden Fall muss ich möglichst schnell aus dem Wald heraus. In Gedanken versunken, machte sich Hans auf den Weg. Wie er so dahin ging, begegnete ihm auf einmal ein kleines buntes Kätzchen. Der Bursche war nicht wenig erstaunt, als ihn das Tier freundlich ansprach. Miau! Hans, wo willst du hin? Ach, du kannst mir doch nicht helfen. Ich weiß wohl, was du suchst. Du möchtest ein schönes Pferd haben. Komm mit mir und sei 7 Jahre lang mein treuer Knecht. Dann will ich dir das schönste Ross geben, das du in deinem Leben gesehen hast. Das ist eine wunderliche Katze. Aber sehen will ich doch, ob alles wahr ist, was sie sagt. Dein Vorschlag gefällt mir. Da führte ihn die Katze in ihr verwunschenes Schlösschen. Dort hatte sie lauter Kätzchen, die ihr dienten. Sie waren lustig und guter Dinge, sprangen flink die Treppen auf und ab und besorgten alles, was gewünscht wurde. Abends, als sich Hans mit der Katze zu Tisch setzte, machten 3 samtpfotige Diener Musik. Sieh mal einer an. Ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Eine Katze streicht den Bass, die andere spielt Geige und die dritte bläst Trompete, so laut sie nur kann. Nach dem Essen wurde der Tisch weggetragen und die Katze legte ihre Pfote auf die Hand des Burschen. Miau, komm jetzt, Hans, und tanze mit mir. Nein, mit einer Miezekatze tanze ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. So bringt ihn ins Bett, meine Kätzchen. Nun leuchtete ihm eines in seine Schlafkammer. Eines zog ihm die Schuhe aus, eines die Strümpfe, eines deckte ihn zu und zuletzt blies eines das Licht aus. Ach, nicht schlecht, wenn man so verwöhnt wird. Hier lässt sich's aushalten. Am anderen Morgen kamen die Kätzchen wieder und halfen Hans aus dem Bett. Eines zog ihm die Strümpfe an und eines die Schuhe, eines wusch ihn und eines trocknete ihm das Gesicht ab. Ach, das tut gut. Sanfter und freundlicher kann man nicht bedient werden. Nachdem sich Hans mit Brot und Milch gestärkt hatte, sagt ihm die Katze, welchen Dienst er zu versehen habe. Hans, hier hast du eine Axt und eine Säge aus Silber. Damit musst du jeden Tag Holz klein machen.
Hans tat, wie ihm befohlen. Er arbeitete ebenso ordentlich wie fleißig und die Katze war mit ihm zufrieden. Im Haus lebte er aufs Angenehmste, bekam sein gutes Essen und Trinken, sah aber niemand außer dem kleinen, bunten Kätzchen und seiner Dienerschaft. Eines Tages erhielt er einen anderen Auftrag. Hans, geh auf meine Wiese, mähe das Gras und lasse es gut trocknen. Ich gebe dir eine silberne Sense und einen goldenen Wetzstein. Aber pass gut drauf auf und bring mir beides wieder richtig zurück. Der Bursche ging hinaus und erledigte seine Aufgabe gewissenhaft. Nach vollbrachter Arbeit lieferte er Sense, Wetzstein und Heu bei der Katze ab. Gibst du mir jetzt den Lohn für meine Dienste? Nein, noch nicht. Du sollst erst noch etwas anderes tun. Hier ist silbernes Bauholz. Dazu eine Axt, ein Winkeleisen, Nägel und was sonst nötig ist. Alles aus Silber. Und damit baue mir ein kleines Häuschen. Emsig machte sich Hans an die Arbeit und hatte bald ein wunderhübsches Häuschen gebaut. Die Zeit im Dienst der Katze war ihm so schnell vergangen, dass ihm die 7 Jahre wie ein halbes erschienen. Nun habe ich alles gemacht, was du wolltest. Aber du hast mir immer noch kein Pferd gegeben. Willst du die Pferde sehen? Ja, natürlich. Die Katze öffnete eine Türe des Häuschens und da standen 12 Pferde. Eines schöner als das andere. Sapperlot sind das stolze Pferde. So edle Tiere habe ich noch nie gesehen. Oh, wie das Fell spiegelt und glänzt. Da lacht einem das Herz im Leib. Iss und trink jetzt herzhaft, Hans. Dann geh heim. Dein Pferd gebe ich dir noch nicht. Aber in 3 Tagen komme ich nach und bring dir's mit. Nachdem sich Hans gestärkt hatte, zeigte ihm die Katze den Weg zur Mühle. Aber sie hatte ihm nicht einmal neue Kleidung gegeben. Er musste sein altes, lumpiges Kittelchen behalten, das er schon zu Hause getragen hatte und das ihm in den 7 Jahren überall zu kurz geworden war. Als er nun heimkam, waren die beiden anderen Müllerburschen auch schon da. Jeder hatte ein Pferd mitgebracht, aber das eine war blind und das andere lahm. Hans, wo hast du dein Pferd? Lass sehen, was du gefunden hast. Ich habe mein Pferd noch nicht dabei, aber in 3 Tagen wird's mir gebracht. Wo willst du in dieser kurzen Zeit ein Pferd herbringen, wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast? Das wird was Rechtes sein. Ja, lacht nur so viel ihr wollt. Euch werden schon noch die Augen übergehen. Hans ließ die beiden ruhig lachen und ging in die Stube zum Müller. Grüß Gott, Müller, da bin ich wieder. Guten Tag, Hans. Aber wie siehst du denn aus? In diesem Aufzug kannst du nicht bei uns am Tisch sitzen. Du bist so zerrissen und zerlumpt, dass man sich schämen muss, wenn jemand hereinkommt. Der Müller ließ dem armen Jungen sein bisschen Essen hinaustragen. Als er abends schlafen ging, wollten ihm die beiden anderen Gesellen kein Bett geben. Du kannst im Gänsestall schlafen. Mach dir ein Bett aus Stroh. Das genügt für dich. Na gut, ich werde mich damit zufrieden geben. Es dauert ja nicht mehr lange, bis das kleine bunte Kätzchen kommt. Nachdem die 3 Tage herum waren, fuhr eine herrliche Kutsche vor, gezogen von 6 Pferden. Die glänzten und strahlten, dass es eine Pracht war. Ein Diener brachte noch ein 7. Pferd. Das sollte dem armen Müllerburschen gehören. Aus der Kutsche aber stieg eine wunderschöne Prinzessin und ging in die Mühle hinein. Guten Tag, Müller. Sagt, wo ist euer Mahlbursche Hans? Den können wir nicht in der Mühle dulden, weil er so schäbig aussieht. Er liegt draußen im Gänsestall. Lasst ihn auf der Stelle hierher bringen. Die beiden Müllerburschen, die vor Verwunderung immer größere Augen bekamen, holten Hans aus seinem Verschlag. Wie er in seinem armseligen Kittelchen vor der Königstochter stand, wäre er vor Scham am liebsten in den Boden versunken. Auf einen Wink der Prinzessin packte der Diener prächtige Kleider aus. Er wusch, frisierte und bekleidete den verdutzten Hans. Und als er damit fertig war,
hätte kein König schöner aussehen können. Wie? Was? Träume ich oder wache ich? Ist das wirklich mein Malbursche Hans? Während sich die beiden Gesellen noch verblüfft die Augen rieben, befahl die Prinzessin: Jetzt zeigt mir eure Pferde, ihr Burschen. Seht her, das ist meins. Oh, es ist ja blind. Und das soll ein gutes Pferd sein? Und dieses da, das gehört mir. Oh, deines ist lahm. Es taugt nicht mehr als das andere. Und ihr habt euch für besonders klug gehalten? Nun gab die Prinzessin dem Diener ein Zeichen, das siebte Pferd herbeizuführen. Potz, Blitz und alle Wetter! Das ist das edelste Pferd, das ich je gesehen habe. So eines ist mir noch nie auf den Hof gekommen. Und dieses Pferd gehört dem jüngsten Müllerburschen, dem Hans. Dann bekommt er die Mühle. Das Pferd schenke ich euch. Und die Mühle dürft ihr auch behalten. Euer Malbursche Hans braucht sie nicht. Denn ich nehme ihn mit. Hans kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was hatte das alles zu bedeuten? Da ging die Prinzessin auf ihn zu, lächelte ihn freundlich an und sagte: Hans, ich war das kleine bunte Kätzchen, dem du 7 Jahre lang treu gedient hast. Und als Dank dafür sollst du mit mir kommen. Die Königstochter fasste Hans an der Hand und stieg mit ihm in die Kutsche. Der Diener sprang hinten auf, der Kutscher knallte mit der Peitsche und los ging's im Galopp durch Feld und Wald. Wir fahren jetzt zu dem kleinen Häuschen, das du mit dem silbernen Werkzeug gebaut hast. Schau her, da ist es schon. Aber das ist ja ein großes Schloss. Ja, es gehört mir. Komm, wir gehen hinein. Oh, hier drin ist alles aus Silber und Gold. Ja, und das soll von nun an dein und mein Zuhause sein. Die Prinzessin heiratete den armen Müllerburschen. Und er war jetzt reich. So reich, dass er für sein Leben lang genug hatte. Darum soll keiner sagen, dass einer, weil er albern ist, nichts Rechtes werden kann.